Oh Mann, ey. Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion, liebe Freunde. Ihr merkt es sicher schon, wir sind nicht mehr bei den Schlangenfangzähnen. Denn, offenbar gab es einen Fehler bei der Aufnahme und das hat mir natürlich jetzt auch das ganze Video kaputt gemacht. So kurzes Update, wir konnten den drakonischen Stein des Wahnsinns erschaffen. Wir haben den Akaviri-Kommandanten erledigt und getötet. Ja, guten Morgen. Und die Gräfin war natürlich hoch erfreut. Ich habe jetzt ein Haus gekauft hier in Bromar. Und wir können jetzt eine Stufe aufsteigen, ist mir gerade aufgefallen. Wir haben unseren ganzen überflüssigen. Das ist mein Bromar-Haus. Wir haben jetzt unseren ganzen überflüssigen Kram verkauft. Und dann schauen wir mal, was als nächstes ansteht. Rüde Litandas, ehrwürdiger Jahrgang. Ich weiß nicht, was wir als nächstes machen sollen. Also ich habe, ehrlich gesagt, bestanden ja unsere letzten Parts nur aus Missionen. Und deswegen würde ich sagen, reisen wir mal ein bisschen herum. Ne? Wir haben jetzt die Zeit. Hab ich gesehen, Kriminelle. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Achso, das ist gar nicht mein Pferd. Die Geldstrafe oder ihr landet. Achso, das ist gar nicht mein Pferd. Der Festnahme widersetzen. Soll ich mal ins Gefängnis gehen? Gold bezahlen? Ja, komm, ich bezahle das Gold. Zu schade aber auch. Also gut. So viel dazu, ne? Wir sind jetzt wieder beim Schloss. Gehen wir jetzt erstmal... Wildauge Stallungen. Machen wir da eine Schnellreise. Wisst ihr was? Wir wagen uns nach Nieben. Das ist, eine Tür in der Bucht von Nieben, Wetterli, Dreckhack, Festung Ontus, Camp Ales. Oder sollen wir... Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Komm, wir schauen wir mal. Ich sollte mit Martin über seinen Fortschritt bei der Entschlüsselung des geheimnisvollen Xaxes sprechen. Ja, komm, das machen wir mal. Dann kommen wir wenigstens auch in der Hauptmission noch mal ein bisschen voran. Mein Kram habe ich verkauft, oder? Ja, 2,15, 3,25. Die Hosen der Ausdauerverschnellung. Warum habe ich die an? Achso. Aber zuerst steigen wir jetzt erstmal eine Stufe auf. Da können wir auch wieder einige Attribute erstmal verbessern. Das ist hier. Bettzeug. Ihr habt immer den schwierigeren Weg gewählt, aber ohne Risiken, ohne Verantwortung für Niederlagen zu übernehmen. Wie hättet ihr Einsichten erlangen können? Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 4. Wir nehmen jetzt mal Schnelligkeit. Das wird um 5 verbessert, das ist gut. Konstitution ist auch ganz cool und Geschicklichkeit. So. Ah, ich dachte schon, es wäre es eingefroren, aber es stimmt gar nicht. Ah. Nee, warte. Dieses Kakaviri können wir jetzt auch loswerden. Das wollen wir nicht mehr haben. Das ist schließlich ruiniert. Wir nehmen ein neues. Und legen das auf die 1, oder? Legen wir das auf die 1. Guten Abend, Herr. Hallo, Belisarius. Was ist? Möge euer Schwert stets sein Ziel finden. Baus? Was immer ihr braucht, Freund. Wenn ihr Rüstung, Waffen oder einfach... Okay. Sie werden für den Mord am Kaiser büßen. Das ist eine echte Klinge.
Möge uns jeder, der Geist in diesen finsteren Zeiten leiten. Ja, allerdings. Jeder, der Skyrim gespielt hat, weiß und von wem ich da spreche. Denn Delphin, das ist die größte. Alter, ich will es nicht mal aussprechen. Ich hasse sie einfach so dermaßen. Sie führt sich auf wie die letzte. Wie der letzte Dreck, weißt du? Sie fühlt sich wie eine Klinge. Aber das ist sie nicht. Sie ist keine echte Klinge. Baurus ist eine einzig wahre Klinge. Er, Glenroy, die Klingen von hier, auch von Oblivion, das sind die einzig wahren. Hallo Martin. Ich habe einen Teil des Rituals entschlüsselt, mit dem ein Portal zu Camorans Paradies geöffnet werden kann. Im Mysterium Xaxis werden 4 Dinge erwähnt, die für das Ritual gebraucht werden. Aber bislang habe ich nur eines davon entschlüsseln können. Das Blut eines Dedra-Fürsten. Es ist bekannt, dass Dedra-Artefakte häufig aus dem Wesen eines Dedra-Fürsten gebildet werden, woraus sie ihre großen Kräfte ziehen. Verstehe. Nicht gerade einfach zu beschaffen. Aber wir müssen auf jeden Fall ein Dedra-Artefakt in die Hand bekommen. Bringt es zu mir, sobald ihr es geschafft habt. Alles klar. Ich glaube, ich bin ganz nahe dran, einen weiteren Teil des Rituals zu entschlüsseln. Ich hoffe, dass ich einige Fortschritte gemacht habe, bis ihr mit einem Dedra-Artefakt zurückkommt. Ja, hoffe ich auch. Und das werden wir erstmal im nächsten Part erfahren, denn ich muss schauen, nochmal nachschauen, ob es jetzt auch wirklich aufgenommen hat. Weil sonst könnten wir hier einige Problemchen bekommen. Also endet diese Folge erstmal mit einem Cliffhanger. Bis dahin, alles Gute. Und Punkt und Tschüss.